Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute möchte ich mich mit der Frage auseinandersetzen, was denn die Arbeitskollegen und die Familie sagen, wenn du dir so ein Ding hier wachsen lässt. Denn ich habe gestern eine Zuschauerfrage bekommen von dem Nick und der hat mich gefragt, ich gucke gerne deine Sachen auf YouTube, ich hätte voll Lust auf einen Vollbart, aber ich denke zu oft, was die anderen sagen könnten. Tja, und das ist ehrlich gesagt so eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme und die ich mir auch selber früher sehr häufig gestellt habe. Denn so ein Vollbart ist ja nun mal eine grundlegende Veränderung in deinem Äußeren. Ja, man kann halt nicht den Vollbart einfach übersehen wie neue Schuhe oder wie eine neue Uhr oder so. Sondern der Vollbart ist halt immer da, ist in deinem Gesicht, sodass Leute ihn sofort sehen und dich dann eben mit einem bärtigen Mann identifizieren. Und die Frage ist, wie gehen Menschen denn eigentlich in deinem Umfeld damit um, wenn du einen Bart trägst? Und darüber möchte ich in dem heutigen Video sprechen, möchte dir meine Erfahrungen mitteilen und dir so einen kleinen Seitenhieb vielleicht geben, wie ich das Ganze sehe und warum ich denke, dass du auf jeden Fall einen Vollbart tragen solltest. Aber alles dann eben zu seiner Zeit. Zunächst mal meine Erfahrung. Also, ich habe mir früher auch super viele Gedanken gemacht darüber, wie ich denn mit Vollbart aussehe und ob das nicht irgendwie dann komisch aussieht und was denn meine Chefin sagt und was meine Freundin sagt und was meine Eltern sagen werden. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass es so gemischt war. Also, dass die Gefühle von meinen Mitmenschen jetzt nicht alle so froh jauchzend waren, ja, und es auch nicht alles super, super happy war immer. Aber es war halt eben auch nicht alles negativ. Manchen Leuten hat es gefallen, andere Leute fanden das eher so ein bisschen, haben das so ein bisschen schief angeguckt. Man merkt das immer, wenn der Bart deutlich länger wird und wenn das eben eine deutliche Veränderung in deinem Aussehen ist, dann fällt den Leuten das auf und dann machen die Bemerkungen dazu. Zum Beispiel, du lässt dir jetzt aber einen Bart wachsen oder der Oberlippenbart wird aber ganz schön lange. So, oder willst du nicht nochmal zum Friseur gehen? Ja, das ist alles möglich, aber im Grunde genommen, muss ich ehrlich sagen, hat mich das alles nicht so super berührt jetzt im Nachhinein. Also die Bemerkungen waren jetzt nicht so, um Gottes Willen, mach dir das Ding aus dem Gesicht, ja, sondern es war halt nur so, manchen hat das gefallen und anderen hat das nicht gefallen. Das kann in deinem Umfeld anders sein, ja, aber zu der Frage, wie du mit Menschen umgehst, die den Bart absolut nicht abkönnen und dir das ausreden wollen, dazu werden wir gleich nochmal kurz kommen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass es auch so im Alltag, ne, das ist ja auch so eine Angst, die man hat, dass die Leute einen dann im Alltag irgendwie ja, fast schon mobben oder sowas, weil man so einen Bart im Gesicht hat, dass es im Alltag eigentlich relativ klar geht. Also ich bekomme im Schnitt auf 9 positive Bemerkungen eine negative Bemerkung. Diese 10 Bemerkungen müssen auch erstmal so zustande kommen. Also im Grunde genommen halten Menschen echt so den Mund. Mich schauen zwar auch viele Menschen auf der Straße an, oder ich bilde mir das zumindest ein, aber wenn Menschen Bemerkungen machen, dann sind die wirklich in 9 von 10 Fällen positiv. Und mir fällt das vor allen Dingen beim Feiern immer wieder auf. Menschen kommen zu dir hin, was auch manchmal so ein bisschen nervig ist, und sagen dann, boah, krasser Bart, so sieht voll gut aus und kann ich den vielleicht mal anfassen oder sowas? Das hört man auch immer wieder. Und das ist halt eben manchmal auch so ein bisschen nervig, weil man kommt sich dann vor wie so eine, man kommt sich halt so ein bisschen nur wegen dem Erlebnis irgendwie ausgenutzt vor, ja. Aber im Grunde genommen sind die Bemerkungen, die kommen super positiv. Es kommt auch sehr, sehr häufig, kommen positive Bemerkungen von Südländern. Ja, ich habe das Gefühl, dass diese Kulturen eine super krasse Wertschätzung für Gesichtsbehaarung haben. Also die fragen dann auch immer nach, so, ja, was tust du denn da rein, dass der gepflegt wird und wie lange lässt den schon wachsen und so. Die sind immer da sehr interessiert dran. Zumindest Menschen, die augenscheinlich aus diesen Kulturen kommen, ja. Und das ist halt eben was ich echt mit auf den Weg geben kann, dass 9 von 10 Kommentaren immer super positiv sind. Und wenn halt einer mal was sagt, dann ist es so ein Verbesserungsvorschlag oder sowas wie, ich würde das nicht so machen, und damit bin ich bis jetzt eigentlich auch immer ganz gut klargekommen, ne? Aber im Grunde genommen ist es so, selbst wenn jemand deinen Bart hassen würde und ihn irgendwie absolut nicht abkönnen würde, oder deine Freundin, die das dir das die ganze Zeit ausreden möchte, ja, ich finde es persönlich sehr wichtig, dass man zu seinem eigenen Style steht und dass man echt ein Statement setzt und sagt, das bin ich und das ist mein Geschmack, ich finde das gut und deshalb trage ich das so, und dass man sich nicht so sehr von anderen Menschen
sagen lässt, was jetzt irgendwie gut aussieht oder so. Das hat für mich sehr viel mit dem Selbstwertgefühl zu tun und mit Selbstvertrauen zu tun und auch mit dem guten Gewissen zu tun, das zu tun, was dir halt eben gefällt und was dir Spaß macht. Und wenn du einen Bart cool findest und dir einen wachsen lassen möchtest, dann finde ich, solltest du diese Reise auf jeden Fall antreten, egal was andere Menschen sagen. Und das war für mich halt eben auch so einer der Gründe, warum ich das einfach dann probiert habe. Ich wollte das einfach ausprobieren und habe mich dann auch gar nicht so gefragt, okay, was... Ja, also ich habe mich das schon gefragt, aber es war halt nicht jetzt so super, super wichtig für meine Entscheidung, den Rasierer mal eine Zeit lang in der Schublade zu verbannen. Okay, ich hoffe, damit konnte ich dir ein bisschen was helfen. Wie gesagt, es kommt halt ganz darauf an, was du möchtest in meinen Augen. Und wenn du einen Bart möchtest, sollst du das durchziehen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Ich sag ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dann, dein Kai.